Hi, ihr Wundervollen. Ich bin's wieder, die Patti, und ich freue mich, dass ihr da seid zu einem Favoritenvideo und zu dem Rückblick meines Monats April. Ich dachte, ich gestalte die Favoritenvideos so ein bisschen anders, so ein bisschen mehr mit einem Rückblick auch und so. Und ich nehme meine Höhen und Tiefen des Monats mit rein, weil ich finde das total spannend. Ich habe das jetzt so auf YouTube auch noch nicht gesehen, aber ich finde das irgendwie cool, den Favoritenvideos so ein bisschen einen neuen Kick zu geben. Und ich habe da Lust drauf und ich hoffe, ihr auch. Und jetzt fangen wir aber mal mit einer ganz klassischen Kategorie an, und zwar Beauty. Ihr wisst, ich schminke mich hier nicht immer und nicht so oft und vor allem auch mit vielen gleichen Produkten, und ich kann euch nicht immer das Gleiche zeigen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ein Lippenprodukt möchte ich euch zeigen, das ich in diesem Monat oft benutzt habe und sehr, sehr geliebt habe. Und zwar ist das von L'Oreal so ein Lip Pencil in der Farbe 103 As If. Und zwar ist das so ein wunderschöner peachiger Rosenholzton, der meiner Meinung nach jedem steht und jeden immer frisch wirken lässt. Und deswegen wollte ich ihn euch zeigen. Den gibt man auf die Lippen. Ich trage den auch heute allerdings getoppt noch mit anderen Lippenprodukten. Den gibt man auf die Lippen. Die Lippen haben schönen Glanz. Die sehen ebenmäßig aus. Er fühlt sich gut an auf den Lippen. Er riecht nicht besonders stark, was ich sehr an ihm schätze. Und er macht einfach schön frisch. Und egal, ob man hell oder dunkel ist, er wird einem, glaube ich, stehen, weil das so eine Allround-Farbe ist. Und eben das Lippengefühl ist gut und man kann ihn ohne Spiegel auftragen. Er trägt sich ganz normal ab, setzt sich nirgends ab oder sowas. Das ist wirklich wie so ein Lip-Balsam mit Farbe, aber mit einer besonders schönen Farbe, die eben genauso ein Zwischending ist zwischen orange, peachig, rosig und somit zu allem immer passt. Und ich habe den ständig getragen. Sogar wenn ich ansonsten ungeschminkt war, weil das einfach schön aussieht auf den Lippen und immer geht, und den schmeiße ich dann immer in die Tasche. Also richtig geiles Teil. Accessoires. Ja, ich trage auch hier sehr, sehr gerne Schmuck und vor allem auch meinen Schmuck mit Bedeutung, nenne ich ihn immer. Und zwar meine Anhänger von Oss Orgonit. Wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich mit Oss Orgonit schon zweimal zusammengearbeitet habe. Und umso mehr freut es mich, dass wir jetzt erstmal für die nächsten Monate dauerhaft zusammenarbeiten. Was das genau heißt und so weiter, das erzähle ich euch in meinem nächsten Weekly Flow, also schaltet da ein. Aber mich freut es auf jeden Fall sehr, weil ich diese Ketten eben liebe. Und ich habe die auch in den letzten Wochen rauf und runter getragen. Da war noch gar nicht klar oder da war von dieser dauerhaften Kooperation gar keine Rede. Ich habe die getragen, weil ich sie hatte und sie sehr liebe. Und zwar sind das eben, ich nenne sie immer Energieanhänger, die negative Energie in positive Energie umwandeln. Und ich habe es hier mit dem Aufdruck der Blume des Lebens, also das ist ein Amulett. Ich habe ja sonst auch diese richtigen Orgonitsteine und das ist jetzt eben so ein Amulett. Das Tolle ist, da ist in ganz kleiner Form komprimiert eben der Orgonit drin. Und das Schöne ist halt, dass diese Amulette deutlich günstiger sind nochmal als die richtigen Steine und somit ideal, wenn man sowas erstmal ausprobieren möchte, wie einem das gefällt. Das ist echt erschwinglich. Außerdem, ihr findet auch einen Rabattcode übrigens in der Infobox und auch hier blende ich ihn euch ein. Mit dem bekommt ihr sogar nochmal 20% auf eure Bestellung. Und die Blume des Lebens, die steht eben für Einssein und Harmonie. Das ist auch ein Grund, warum ich sie so gern trage. Und ich erzähle euch kurz, was da drin ist. Und zwar ist in meinem Amulett hier drin Rhodizit, Zitrin, Bernstein, Pyrit, Bergkristall, Amethyst, schwarzer Turmalin, Edelschungit, Rosenquarz, Hämatit, Kupfer und Gold. Und die Konstellationen sind auch so bei diesen Orgoniten, dass die selbst reinigend sind. Also das finde ich auch geil, man muss sich da nicht irgendwie drum kümmern oder so. Und ich trage diese Kette, die ist ja so ein bisschen länger, das kommt auch mit so einer vergoldeten Kette, wenn man möchte, die trage ich besonders gern mit so einer kurzen Kette, weil ich finde, dann hat es so einen cooleren Touch irgendwie, wenn man das so layert. Das habe ich sehr, sehr geliebt, rauf und runter getragen. Wenn ihr meinen Weekly Flows folgt, dann wisst ihr das, dass ich eigentlich ständig diese Kette getragen habe. Ich habe da mehrere Amulette von Oss Orgonit, aber besonders die Blume des Lebens hat es mir im letzten Monat angetan. Dann gehen wir noch zur Kategorie Fashion, bevor ich euch meine Höhen und Tiefen des Monats erzähle. Und zwar Fashion. Ja, ich habe, was habe ich denn getragen im letzten Monat, habe ich mich vorher gefragt. Ich sitze hier auf einer Insel, da stylt man sich jetzt nicht super elegant auf oder so. Deswegen habe ich rauf und runter getragen meine schwarze Leggings, die ich auch
heute wieder trage, weil die einfach abends angenehm ist mit den Moskitos, die ist schön dünn und irgendwie geht eine schwarze Leggings zu allem, zumindest auf so einer Insel. Also in der Stadt würde ich jetzt nicht mit einer schwarzen Leggings und einem super kurzen Oberteil rumlaufen, aber hier auf der Insel, finde ich, geht das total klar und vor allem aber auch in Kombination mit meinem schwarzen Kimono, den habe ich von H&M. Und der hat diese weiteren Fledermausärmel, sage ich jetzt mal, bis zum Ellenbogen, geht hinten über den Po, ist so super leicht und sieht, finde ich, sehr elegant aus und hat so einen leicht asiatischen Touch natürlich auch, weil das so ein Kimono-Style ist. Und der auf die schwarze Leggings auch noch und dann zum Beispiel auch so ein kürzeres Oberteil, dann sieht das trotzdem gut aus. Vor allem auch ganz in Schwarz, das war total mein Ding im letzten Monat. Lady in Black war ich so ungefähr. Also ganz in Schwarz habe ich sehr gemocht. Und diesen Kimono habe ich sehr gemocht in Kombination mit der Leggings, aber auch mit Jeansshort und so. Das geht immer, weil das so schön dünn ist, aber trotzdem irgendwie nochmal so eine kleine Dimension ins Outfit bringt. Das habe ich sehr, sehr gemocht. Ja, Höhen und Tiefen finde ich total spannend, wenn man so zurückblickt auf die letzten 4 Wochen. Was waren die Höhen und Tiefen? Und die Tiefen, da gab es so 2 Tiefen, die mir eingefallen sind, also die jetzt so mir wirklich im Kopf geblieben sind. Und zwar einmal arbeitstechnisch bedingt ein Tief. Wir erstellen gerade einen Online-Kurs und da gab es technische Herausforderungen, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Und wir dachten dann, wir haben eine Lösung für diese Herausforderung, aber dann hat sich herausgestellt, obwohl wir in diese Lösung schon Zeit investiert haben, dass das nicht die Lösung ist und dass es eine andere Lösung geben muss. Und das hat so deprimiert, weil wir wirklich irgendwie 7 bis 10 Tage, würde ich sagen, mit diesem Problem beschäftigt waren und die ganzen Tage irgendwie 8, 9, 10 Stunden vorm PC saßen, aber am Ende des Tages nie ein Ergebnis gesehen haben, sondern einfach nur deprimiert waren und uns gefragt haben, wie machen wir das, was wir vorhaben? Und das hat so deprimiert, wir waren so gefrustet, weil, wisst ihr, wenn man immer arbeitet und kein Ergebnis sieht, das ist echt schwierig. Und dadurch konnten wir auch die Freizeit nicht so wirklich genießen in der Zeit, weil wir immer gedacht haben, wir müssen weiterarbeiten, weil wir haben noch kein Ergebnis. Und jetzt haben wir endlich ein Ergebnis. Aber trotzdem, diese, ich sage jetzt mal 10 Tage oder so, waren schon ein Tief in den letzten 4 Wochen. Aber das gehört halt eben auch dazu. Und es ist halt so im Leben, ne? Nach jedem Tief kommt auch ein Hoch und deswegen entspannt bleiben im Tief und darauf vertrauen, dass da eine Lösung kommt. Und das habe ich auch die ganze Zeit und jetzt ist auch eine Lösung da zum Glück. Und das andere Tief, eigentlich so eine Kleinigkeit, wo man vielleicht sagt, ach komm, ist doch nicht so schlimm, aber für mich war es in dem Moment schlimm. Und zwar kriegen wir hier einmal im Monat das Haus geputzt, einmal im Monat, einmal in der Woche. Und dann kommt die Putzfrau hierher und macht einmal sauber und neue Bettwäsche und sowas. Und ich hatte Ohrringe und eine Kette an meinem Schminktisch liegen und dachte noch, ah ja, heute kommt die Putzfrau, ich räume es ganz an die Seite, tue es fein säuberlich hin und so, dass sie sieht, dass sie da trotzdem putzen kann und so. Und ja, wir sind nach Hause gekommen und ein Ohrring war weg. Also nicht, dass sie ihn geklaut hätte, weil es war nur ein Ohrring weg, aber es war halt ein Ohrring weg. Wir haben das ganze Zimmer auf den Kopf gestellt, er war nicht da. Und ihr müsst euch vorstellen, ich besitze nicht viel, ich besitze nur das, was ich dabei habe. Und ich habe ein paar Ohrringe und der Ohrring war weg. Und das fand ich mega ätzend, ich war super traurig. Und wir haben ihn nicht wieder gefunden. Ich bin dann auch zur Putzfrau, habe gefragt. Und sie hat gemeint, sie weiß es nicht, sie hat ihn vielleicht aufgefegt und so. Ja, er ist auf jeden Fall weg gewesen. Und das hat mich so traurig gemacht, weil ich das Gefühl hatte, es wird mit unseren Sachen nicht respektvoll umgegangen. Es war jetzt auch kein super kleiner Ohrring, dass man ihn super schnell übersehen könnte oder sowas. Dann hat sie eher an dem Tag auch noch schmutzige Bettwäsche uns gegeben und das Waschbecken nicht geputzt und lauter so Sachen. Und dann dachte ich so, ach Mann, ey. Und wir haben, ja, also ich weiß nicht, ich war einfach in dem Moment so traurig, weil wenn man so wenig besitzt, ist einem alles so viel wert. Und dann kommt sie ja eh hier in unser Haus zum Putzen, wo unsere Sachen sind und macht dann so Sachen wie, dass sie den Ohrring verliert. Das fand ich einfach so schade und so traurig. Und ich bin auch hier auf einer Insel, ich kann ihn nicht einfach nachkaufen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, oh Mann, ich habe doch eh so wenig Sachen. Man muss dazu sagen, ich habe auch schon mal bei ihr Sachen zum Waschen gegeben und da ist ein Oberteil abhanden gekommen. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, ich gebe zu ihr nichts mehr zum Waschen, aber das war so, oh Mann, so eine Putzfrau ist so wichtig, dass die ihre Sache gut macht und sorgsam mit den Sachen von einem umgeht. Und genau das hat sie halt eben nicht gemacht.
Vielleicht habt ihr sowas auch schon mal in einem Hotel erlebt. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal, würde mich voll interessieren. Jetzt aber zum Höhepunkt des Monats. Und es gibt so viele Höhepunkte. Wir wohnen auf einer wunderschönen Insel und es ist einfach so viel Schönes hier. Aber ein Höhepunkt für mich war auf jeden Fall das Einsetzen der Regenzahl. So seltsam es klingt, aber wisst ihr, nach 3 Monaten purem Sonnenschein und es wurde immer heißer und heißer, bis hin zu 38 Grad am Ende. Es war super drückend heiß und wir hatten quasi 3 Monate keine Wetteränderung. Es war immer nur warm und heiß und Sonnenschein und knalle Sonne und nie bewölkt. Und als dann das erste Mal ein Tag kam, wo es geregnet hat, es bewölkt war, ein bisschen grau draußen war, es ein bisschen kühler war, wow, war das schön, mal so eine Wetteränderung zu haben. Das hat so viel ausgemacht. Ich habe mich ganz anders auf einmal gefühlt. Es hat auf einmal wieder alles richtig Spaß gemacht. Man konnte sich draußen wieder besser bewegen. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn es in der Regenzeit vielleicht jeden Tag mal regnet oder so. Also durchgehend, aber das ist nicht so. Es regnet jeden Tag meistens kurz. Jetzt gerade tröpfelt es seit ein paar Stunden, aber mein Gott. Aber es ist angenehmer von der Luft. Es hat sich was verändert. Es fühlt sich im Haus auf einmal so gemütlich an, weil ich gucke hier raus zum Fenster und es ist super grau. Aber das hat auch was Schönes. Wisst ihr, diese Abwechslung hat mir gefehlt. Und die haben wir jetzt wieder mal ein bisschen mit der Regenzeit. Und deswegen war das für mich ein Höhepunkt. Aber eigentlich mein absoluter Höhepunkt war meine Freundschaft zu Bobbelinchen. Ich hatte noch nie eine Katze und jetzt mit Bobbelinchen habe ich das erste Mal das Gefühl, ich habe eine Katze und es fühlt sich so schön an. Sie gewinnt immer mehr Vertrauen zu uns. Sie war am Anfang ganz schüchtern, ist aber trotzdem immer wieder gekommen, obwohl wir ihr am Anfang noch kein Futter gegeben haben. Und mittlerweile verbringt sie eigentlich fast den ganzen Tag hier. Sie geht mal so ein bisschen im Garten räubern, dann kommt sie wieder. Wenn sie rein will, kratzt sie an der Tür und schmeißt sich so ein bisschen gegen die Tür und maunzt. Dann lassen wir sie rein. Gestern Nacht ist sie das erste Mal, während wir nachts geschlafen haben. Weil manchmal schläft sie bei uns hier drin in der Wohnung. Manchmal will sie raus und manchmal will sie drin bleiben. Und gestern Nacht war sie das erste Mal hier in der Wohnung. Und dann haben wir geschlafen und sie ist aufs Bett gehüpft und hat sich an die Füße gelegt und hat da geschlafen. Das war super goldig. Ja, genau, also Bobbelinchen ist so schön und mir tut es jetzt schon leid, in 2 Wochen mich von ihr trennen zu müssen und verabschieden zu müssen. Aber sie hat hier nette Besitzer, denen auch dieses Haus hier gehört. Und die kümmern sich ganz toll um sie, aber ist trotzdem schade. Und bevor ich Goodbye sage, natürlich noch Food. Wie kann ich denn Food vergessen? Ich habe wirklich den letzten Monat eine Sache rauf und runter gesuchtet und es war Penang Curry. Das ist so eine Art rötliches Curry, super lecker mit einer eher dickeren Soße und ein bisschen weniger Soße, mega gut. Habe ich rauf und runter gegessen, einfach mit Gemüse und Reis und dazu immer ein Papayasalat. Wir haben gerade ein bisschen einen Overkill, weil seit wir zwei Monate sind wir jetzt in Thailand und seit 2 Monaten essen wir jeden Tag Papayasalat. Jetzt reicht es irgendwie gerade so ein bisschen. Jetzt sind wir auf Morning Glory umgestiegen, aber auf jeden Fall Papayasalat rauf und runter, richtig geil. Und dazu meistens Bananenshake. Also das war wirklich so meine Dreierkombi, immer wenn wir essen gegangen sind, wirklich jeden Tag. Und zu Hause habe ich mir immer oder haben wir uns immer so einen selbstgemachten Eistee gemacht aus gelbem Tee, bisschen Limettensaft und ein ganz bisschen Honig und dann ins Eisfach richtig schön kalt werden lassen und das getrunken, um wach zu bleiben mittags, so als Kaffeeersatz. Also ich trinke eh keinen Kaffee, sondern das hier eben stattdessen. Ist aber auch ein toller Tipp, wenn ihr euch schwer tut mit dem Trinken, macht mal Früchtetee oder so mit ein bisschen Limettensaft, ein bisschen einen kleinen Schuss Agavendicksaft zum Beispiel ins Gefrierfach oder in den Kühlschrank eben, lasst ihn kalt werden. Das schmeckt so gut und dann trinkt man auch wieder mehr. Das war mein Monat April mit Höhen und Tiefen, mit Beauty-Sachen, mit schönen Sachen, mit Food ohne Ende. Also es war ein toller Monat und ein spannender Monat. Und der nächste Monat, der Monat Mai, liegt vor mir mit viel Veränderung, mit viel mehr Reisen wieder als im letzten Monat. Ich freue mich drauf. Ich freue mich vor allem auch drauf, euch im Weekly Flow wieder mitzunehmen. Es macht mir irrsinnig viel Spaß. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr die Favoritenvideos so findet, mit so Höhen und Tiefen und dem ganzen Zeug. Oder was für Kategorien euch vielleicht noch interessieren würden, die ich dazu packen soll. Ja, also lasst mir das auf jeden Fall mal da als Feedback und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Eure Patti.